Oh Gott! Was für einen Weg werden die nehmen? Ich will das wissen! Die Backrooms in Kombination mit Rainbow Friends, keine Ahnung, was da dran ist, aber das gucke ich mir heute definitiv mal an und ich hoffe, ihr habt auch Bock mitgebracht. Lasst ein Like, wenn ihr solche Videos feiert und ich würde sagen, wir schauen uns mal an, was uns heute erwartet. Die Videos sind von Return to Render und ich bin sehr gespannt, was hier auf uns wartet. Es gibt allerlei Dinge in Backrooms und die gehen hier anscheinend irgendwie zusammen. Diese Backrooms rein. Bin sehr, sehr gespannt, wo die Reise für die auch hingeht. Die Video... Habt ihr das gesehen? Da war einfach jemand. Hä? Da steht überall Notausgang, Notausgang. Da sagt jemand, lass mich rein. Bitte. Was macht der außerhalb des Zugs? Was war das gerade? Okay. Die sind anscheinend... In den Pool Rooms. Wo geht's hin? Wow! Was ist das denn? Das war's. Habt ihr das gesehen? Alter Schwede! Jetzt sind wir aber hier bei einer anderen Situation. Und da ging gerade die Wand so ein bisschen viel zu schnell zu. Ey, die Backrooms, Mann. Stell dir einfach mal vor, sowas gibt es wirklich, ne? Wirklich, wirklich. Da ist jetzt ein Knopf. Sonst halt draufdrücken. Sind das eigentlich alles Wissenschaftler oder was sind das für Leute? Das Ding dreht sich so ein bisschen. Wir sehen jetzt hier einen Raum, ganz kurz. Ich muss mal gucken, da ist ein Fahrstuhl. Und hier sind so Platten in der Mitte. Aber was sollen die bedeuten? Okay, das Ding geht weiter. Jetzt auf einmal überall Wasser und ein Fahrstuhl? Hä? Was ist das? Komische Arme oder so. Da ist jetzt irgendwie so ein Türrahmen. Einfach ein Türrahmen. Die können da jetzt nicht durch. Ist in Ordnung. Passt schon, sagen sie. Das sind Rutschen oder was? Uff, und er muss da reinrutschen. Das schafft er doch niemals. Yo! What an amateur. Der ist einfach tot. Krass. I'm going next. Er geht als nächstes, sagt er. Aber ich glaube, jetzt wird das nicht mehr aufgemacht, stimmt's? Da war jemand draußen. Was hat das zu bedeuten? Den wollt ihr auf jeden Fall nicht, aber das kann er sich nicht aussuchen. Was machen die da? Suchen die sich gerade eine Welt aus oder was geht da? Wow, ganz kurz, was ist das denn hier? Ich weiß, dass es ein Video gibt, dass in den Backrooms irgend so ein Mottennest ist. So ganz komisch. Jetzt gucken wir uns einfach gleich mal an, Leute. Ich bin gespannt. Ist das hier? Hier kommt er natürlich nicht hoch, ja. Was ist das? Das würde ich nehmen. Das sieht leicht aus. Ey, ich hätte so Bock zu baden jetzt. Einfach nur geiles, klares Wasser. Schön baden, Leute. Man hört irgendwie so ein bisschen so Fische oder so. So ein Wal, ne? Das ist ein Walruf eigentlich. Ja. Sieht gut aus. Wir gehen in den Fahrstuhl rein. Warte mal, was ist das denn da oben? Ist das ein Abflussrohr? Bruder! Er hat die Kamera fallen gelassen. Er trinkt. Jeder stirbt. Uff. Ein weiteres Abenteuer. Und das hier soll ein Video sein, wo sie in dieser Mottenwelt sind. Oder? Er will ihm was zeigen. Der hat plötzlich einfach diesen Boden drin. Was geht denn da ab? Yo. Da würde ich ja gar nicht drauf klarkommen. Wurde er da reingezogen oder was? Was ist das? Ich kann das richtig schlecht sehen. Einfach Motten. Oder? Also auf jeden Fall fliegt da was. Stell dir das mal vor, die haben da so eine Höhle entdeckt. Wie krass ist das? Heftig. Ich bin mal gespannt, wie die Verbindung zu den Rainbow Friends jetzt hier ist. Ob es hier eine gibt. Keine Ahnung. Zumindest war das meine Info, aber ich weiß nicht, Leute. Ich gucke mir die Videos an und sehe eine Motte. Oh Gott, der hat Licht angemacht.
Alter, wie groß sind die? Ich hatte auch mal schon mal so eine richtig fette Riesenmotte an meinem Fenster, ne? Und ich hatte so Angst, da mit dem Glas raufzugehen. Da ist ein Schreibtisch einfach drin. Leute, Hashtag Motte, wenn ihr das kennt. Hashtag Motte in die Kommentare, wenn ihr es kennt. Wenn ihr auch mal so eine Riesenmotte gesehen habt. Es war auch mal eine vor meinem Fenster, ne? Und ich konnte nicht mehr reingehen. An meinem Balkonfenster. Was ist das? Da sneakt jemand. Intruder, get him, boys. Das war ein Eindringling? Da, wo das Licht hingeht, da greifen die Motten anscheinend an, oder? Boah, wie krass ist das denn? Guck dir das Ding mal an! Also Motten sind nicht böse, ne? Wenn ihr sie seht, sie sind eigentlich nicht böse, sie beißen auch nicht oder so, ne? Die machen eigentlich gar nichts. Und er ist wieder da. Zurück. Komisches Video, ey. Die sind alle voll komisch. Jetzt geht's aber anscheinend erstmal ins Rutschenparadies mit dem Zug. Und dieses Mal hält der Zug anscheinend richtig. Und da chillen richtig viele. Guck mal, wie viele. Yo. Der nimmt sich so einen Ring und, denke ich mal, kann er sich da auch mal reinfetzen, oder? Ja, sieht so aus. Oder auch nicht. Ja, oder auch doch. Da kommen Leute einfach raus. Und was ist das für einer? Nicht rennen. Das ist so ein Bademeistermäßig. Fragt, ob sie in die Rutsche wollen. Und er sagt, ja, Mann, wir müssen da nach oben. Okay? Ich habe so ein ungutes Gefühl, dass in dieser Rutsche irgendwas passiert. Wenn ich jetzt tippen müsste, so wie ich diese Videos schon einschätze, ich sage, erstens, andere Dimensionen, zweitens, in der Rutsche tut sich irgendwas auf. Irgendwas passiert in dieser Rutsche, sie wird größer, es ist ein Ungeheuer da drin. Eigentlich, es läuft alles auf eine andere Dimension hinaus. Er sagt sogar, du bist tot. Yo. Da hätte ich jetzt Bock zu rutschen, ne? Gucken wir einfach mal. Okay. Einfach eine Rutsche. Der erste rutscht. Zweite rutscht. Und er hat so eine Kamera dabei, ne? Jetzt geht's erstmal rein. Ich liebe Rutschen, Leute. Wir haben uns auch letztes Rutschvideo reingezogen von den heftigsten Rutschen der Welt. Zieht es euch auf jeden Fall rein, Leute. Einfach mal Denome Rutschen eintippen. Und oh mein Gott! Er geht in eine andere Rutsche. Ich wusste es. Andere Dimension. Es war so klar. Was ist das denn? Ah, nein, 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 nein. Sein Kollege. Ist der schon weg? Nein. Da ist sein Kollege. Warum geht er da rein? Stehe ich nicht. Warum nicht in den Strudel? Oh Gott! Was für einen Weg werden die nehmen? Ich will das wissen! Rock, paper, scissors. Schnucken die da gerade? Er nimmt den Ausgang. Alter Schwede! Der geht da lang, alle rutschen durch alles und der geht ins Fragezeichen. Wie krass. Was passiert da jetzt? Rechts ist offen. Wow! Green war auf jeden Fall richtig dead. Und Red anscheinend auch, oder? Ne, Blue. Krass. Und welche Rutsche hat er genommen? Einfach draußen. Leute, das war's auf jeden Fall mit einigen Videos zu den Backrooms und diese Videos. Ich fand die irgendwie voll krass, obwohl die keinen Sinn ergeben haben. Schreibt gerne Hashtag Backrooms in die Kommentare rein, wenn wir uns sowas noch öfter angucken sollen. Und Freunde, lasst ein Like für das Video da. Dickes Küsschen geht raus. Deno out.